Herzlich willkommen auf unserem YouTube-Kanal. Heute soll es ein bisschen darum gehen, Hunde zu verschenken als Weihnachtsgeschenk. Ist doch cool, oder? Darum geht's heute. Also, wenn dich das interessiert, bleib einfach dran. Ja, ich bin Steve Kaya, Hundetrainer und Experte für Rudelverhalten. Und ja, ich freue mich, dass du heute hier wieder auf unserem Kanal bist und dir einen kleinen Tagesimpuls holen willst und einfach mal zuhören willst, ob es sinnvoll ist, einen Hund zu verschenken. Weil wir sind mitten in der Weihnachtszeit, wir auch, und immer wieder, so Jahr für Jahr, ploppt dieses Thema ja immer wieder auf. Gerade mit Familien, also wenn Kinder so dabei sind oder auch oft in einem Mehrgenerationshaus, dass man Hunde verschenkt einfach. Also dass man jemand überrascht damit, einen neuen Hund als Familienmitglied zu haben. Und dieses Thema sehe ich ein bisschen zwiegespalten. Meistens ist es ja so, dass immer alle sagen, nein, auf gar keinen Fall. Immer so diesen riesen Hype wie Hunde im Auto im Sommer, so ein Riesenthema. Und da will ich heute einfach mal ein Stück weit drüber sprechen, wenn man vielleicht oft diesen Gedanken hat, aber sofort von außen zerhackt wird, wie man da eventuell ein Stück weit mit umgeht. Falls du uns noch nicht auf Instagram folgst oder auf Facebook oder in unseren ganz tollen Podcast reinhörst, Hunde besser verstehen, es ist jetzt an der Zeit, da mal rüber zu gehen, da mal ein Abo dazulassen und bei einer Fragerunde teilzunehmen. Das ist nämlich immer richtig, richtig spannend. Ja, da freue ich mich, wenn du dann da mal rüber gehst. Ich erlebe es oft oder wir haben auch oft das Thema, Hunde zu verschenken, macht man das oder macht man das nicht? Und wie ich eben schon gesagt habe, sehe ich das ein bisschen zwiegespalten, weil am Ende bleiben wir mal bei Kindern stehen. Was weiß ich. Ich habe ja selber ein Kind. Und er hat ja das Glück, dass er mit Hunden groß werden kann, aber manche wünschen sich das. Und ich kenne das als Kind auch. Ich habe mir als Kind auch immer einen Hund gewünscht, aber ich durfte im Endeffekt nie einen haben. Was sehr, sehr sinnvoll war, das nicht zu tun. Und deswegen will ich dir heute so auf den Weg mitgeben. Weihnachten, ja, ist eine Zeit, wo man Wünsche ermöglichen will, wo man seine Kinder oder Partner oder wer auch immer, das spielt jetzt keine Rolle, glücklich machen will und eventuell darüber nachdenkt, ein Tier zu verschenken. Und ich sage jetzt auch mit Absicht Tier, weil ich oft merke, dass auch hier so Hamster, Hasen und so weiter, dass das auch oft Kindern oder anderen Menschen geschenkt wird. Und man muss das ganz einfach sacken lassen und mal darüber nachdenken. Was ich dir heute mitgeben will, ist, wenn du darüber nachdenkst, sei dir einfach im Klaren über die wirkliche objektive Lebenslage, die ihr habt. Ein Hund bedeutet am Ende, wenn ihr euch dafür entscheidet, eine Verantwortung für, sagen wir mal, im Durchschnitt 10 Jahre. Ein Hund bedeutet, Verantwortung dafür, Kosten zu übernehmen. Tierarzt, Versicherung, Steuern, Nahrung, die ganzen Accessoires drumherum und vor allen Dingen extrem viel Zeit. Und jetzt musst du, also derjenige, der das kauft und sich dafür entscheidet, das zu verschenken, im Klaren sein, was die Zukunft an Konsequenzen mitbringt. Als Beispiel, du musst dein Kind oder Kinder oder wen auch immer du da jetzt beschenken willst, wirklich objektiv einschätzen können, sind die in der Lage, das zu leisten, ja oder nein. Weil ansonsten trägst du die Verantwortung. Und ich finde, dass man durchaus das machen kann. Ja? Also vielleicht würden jetzt alle wieder, oh, das kannst du doch nicht sagen, Hunde verschenkt man nicht und so. Aber klar kann man das machen, wenn die ganzen Rahmenbedingungen drumherum auch passen. Ja, warum nicht, ist die große Frage. Andere kaufen sich das zwischendurch oder verschenken das irgendwie so. Weihnachten ist immer so eine prägnante Zeit, wo das immer ganz, ganz oft auftaucht und im Umkehrschluss hinten dann alle merken, ach du Kacke, und dann alle wieder ins Tierheim bringen, so wie Corona das jetzt quasi gemacht hat. Alle sind irgendwie zu Hause, holen sich Hunde und machen sich gar keine Gedanken. Und ich glaube nicht, dass es um Weihnachten an sich geht, sondern es geht immer im Groben darüber, denkt ihr überhaupt nach? Und das will ich dir im Endeffekt heute mitgeben. Denkt drüber nach. Einen Hund sich zu kaufen oder zu verschenken, hat immer eine Entscheidung für die nächsten 10 Jahre. Und darüber solltest du nachdenken. Sind deine Kinder verantwortungsbewusst? Ja, nein. Also können die irgendetwas im Alltag? Ja, also bist du in der Lage, das auch konsequent durchzusetzen? Wie bist du denn in der Erziehung zu deinen Kindern oder zu deinem Umfeld? Bist du in der Lage, das abzufangen? Bist du in der Lage, konsequent das durchzuziehen und zu sagen, doch, du wolltest das haben?
jetzt ist es deine Verantwortung, weil am Ende ist der Leidtragende immer der Hund oder du als Käufer oder Verschenker, sage ich jetzt mal. Grundsätzlich finde ich das nicht schlimm, wenn die ganzen Rahmenbedingungen im Hintergrund richtig passen. Ansonsten ist es eine absolute Schnapsidee. Mach dir auch Gedanken über die Haltung. Also bleiben wir jetzt mal bei kleinen Tieren stehen. Ihr könnt doch nicht einfach einen Hasen kaufen, den in irgendeine Buchte da reinsperren und in irgendein Zimmer packen. Das ist, ich meine, wir leben im Jahr 2021 und das findet immer noch permanent überall statt. Und darüber solltest du einfach nachdenken. Kannst du die Haltungsbedingungen überhaupt umsetzen? Also du kannst jetzt nicht, was weiß ich, dir einen extrem großen, schweren Hund holen, wenn du ein kleines Kind hast. Also es macht keinen Sinn, einen 80 Kilo Hund, der in der Zukunft dann mal 80 Kilo wiegt, deinem kleinen Sohn zu schenken. Darüber muss man nachdenken. Ja? Oder wenn ich jetzt keinen Garten habe und jetzt irgendwie in der 16. Etage wohne, sollte ich jetzt vielleicht nicht unbedingt irgendwie einen hochtriebigen Arbeitshund mir aussuchen, sondern vielleicht doch irgendwie was Kleines, alltagstaugliches. Ganz wichtig, dass man sich über diese Sachen einfach grundsätzlich Gedanken macht. Und notfalls, es gibt genug Kollegen da draußen, die sich über diese Voranschaffung das quasi auch anbieten, dass man sich vorher mal objektiv darüber unterhält, ob das überhaupt Sinn macht, was ihr da gerade macht. Also grundsätzlich gibt es ja nichts Schöneres, wenn man einem sozialen Lebewesen, vor allen Dingen einem Tierheimhund, die Möglichkeit gibt, zu Weihnachten zu sagen, hey, wir schenken uns als Familie einen Tierschutzhund, einen neuen Familienplatz. Würde ich sofort begrüßen, wenn die Rahmenbedingungen, die Objektivität dahinter richtig passen. Und dann finde ich das sogar gut, ja, wenn es so eine Aktion geben würde. Ey, Weihnachten retten wir ein kleines armes Seelchen aus dem Tierheim und schenken denen einen neuen Platz in der Familie, weil wir alle klar sind im Kopf und alle wissen, was das bedeutet für uns alle. Ist das nur so eine Hauruck-Aktion, so wie die ganze Mentalität da draußen ist, so Geiz ist geil, ich will alles haben und wenn es mir nicht mehr gefällt, schiebe ich es wieder weg, dann lass es, weil dann ist es aus meiner Perspektive fahrlässig, mutwillig und absolut dumm. Ja, einfach nur, weil mein Kind sagt, ich hätte ganz gerne einen Hund. Nein, Kevin, das geht nicht. Ah, Papa, bitte. Okay. Weil das ist dann, das kannst du knicken. Das ist richtig, richtig schlecht. Und falls du sagst, doch, ich mache das, ich bin mir der Verantwortung absolut bewusst, wir wollen einen Hund haben und ein neues Leben ermöglichen oder eine tolle Familie sein, und wir haben aber Bedenken, wie man gerade die ersten Monate und Jahre gestaltet, seid ihr hier bei uns natürlich genau richtig. Dann kannst du nämlich jetzt auf www.hundetrainer-stevekayo.de gehen und dann begleiten wir dich gerade in der Eingewöhnungsphase und dann in das in den richtigen Umgang, um eine tolle Mensch-Hunde-Beziehung aufzubauen, sind wir dann ja monatelang für dich da, nehmen dich an die Hand und begleiten dich. Und wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt, gehst du auf die Seite, meldest dich bei uns und wir begleiten dich sehr, sehr gerne über Weihnachten, über Silvester und ins neue Jahr. Vielen Dank, ihr Lieben. Teilt das mal, erzählt mal, kommentiert mal. Ich freue mich und wir sehen uns zum nächsten YouTube-Video. Euer Steve. Macht's gut und ciao.